Sie erinnern sich, in den letzten beiden Sitzungen ging es im Wesentlichen darum, um das Lernen über Medien, das Lernen mit Medien, das Lehren und Lernen mit Medien. Und das Ganze aber eher aus einer theoretischen Perspektive, wie das eben im Rahmen einer Vorlesung möglich ist. Und einige von Ihnen, und gerade in den Seminaren ist häufiger angesprochen und auch hier, hatten sich ja dann schon gewünscht, und wie sieht das Ganze in der Praxis aus, war dann eine häufig gestellte Frage. Und darum wird es tatsächlich heute gehen. Ich habe zwei Kollegen eingeladen, die in einem Projekt gearbeitet haben, von dem Sie vielleicht schon auch gehört haben, vielleicht sogar auch schon selbst mitgearbeitet haben, das Projekt. Und sie werden aus diesem Projekt live erzählen und auch live ein paar Beispiele zeigen. Also das ist für mich immer so eines der Highlights hier in dieser Vorlesung. In den letzten beiden Sitzungen, ich habe es gerade schon gesagt, ging es ja um das Lernen über Medien und das Lehren und Lernen mit Medien. Und wenn man in die Realität schaut, ich habe Ihnen ja gezeigt, dass ich in 200 Schulen hospitierte und zu welchen Ergebnissen ich kam und dass die erstmal eher ziemlich ernüchternd sind. Vielleicht haben Sie aber auch selbst schon Erfahrungen gesammelt in der Schule, in Ihrer eigenen Schulpraxis, im OLP oder auch sonst wo. Man stellt fest, dass vieles von dem, was wir uns theoretisch angeschaut haben und was wir, denke ich, konstatiert haben, dass das durchaus ganz sinnvoll wäre, das in Schule einzusetzen, tatsächlich in Schule kaum stattfindet. Und dann fragt man sich natürlich, welche Voraussetzungen eigentlich erfüllt sein müssen, damit Medienbildung in Schule funktionieren kann. Und da wollte ich Ihnen, das wollte ich Ihnen am Ende der letzten Sitzung noch kurz gezeigt haben, weil das auch ein schöner Übergang zu heute ist und damit auch ein schöner Übergang zu der übernächsten Sitzung, in der es um bildungspolitische Entwicklung geht. Übernächsten Sitzung wäre korrekt, in der es um bildungspolitische Entwicklung geht. Nämlich die Gelingensbedingungen. Da gibt es tatsächlich auch einen ganz umfänglichen Forschungsstand. Und die sehen Sie hier beispielsweise. Also es ist natürlich zunächst einmal, dass man überhaupt die Ausstattung braucht. Das ist eine so der größten Schwierigkeiten. Da haben Sie vielleicht in der Zeitung gelesen, alles zum Digitalpakt, da passiert gerade vieles. Aber da wird es eben im Wesentlichen, wenn es um bildungspolitische Entwicklung geht, wenn wir darauf nochmal zurückkommen. Und dann natürlich geht es um funktionierende Technik, die ist nicht unwesentlich. Und da vielleicht mal die Frage, einfach damit wir so eine Vorstellung dafür bekommen. Ich glaube, wenn Sie in der Schule schon praktisch gearbeitet haben, dann wissen Sie das, dann ist das Ganze, dann liegt es auf der Hand. Was ist denn das Problem, wenn Technik nicht funktioniert? Wer hat eine Vorstellung? Oder wer hat es vielleicht schon erlebt, wenn Technik nicht funktioniert? Ja. Da muss man irgendwie kritisieren und gegebenenfalls auf andere Mittel zurückgreifen. Also zum Beispiel, wenn das Smartphone nicht funktioniert, dann muss ich halt so eine Oldschool-Tafel benutzen. Das wäre vielleicht sogar noch der beste Fall, wenn man so eine Oldschool-Tafel hat. In einigen Schulen ist das so, da wurden diese Tafeln einfach komplett ersetzt und man darf auf den Smartboards nicht mal mit Overhead, also mit den nicht permanenten Schreibern schreiben, weil dann doch irgendwas in dieser empfindlichen Oberfläche bleibt und oder. Es gibt ganz dramatische Entwicklungen zum Teil. Ja, also im schlimmsten Falle ist es so, der Unterricht wird verzögert, könnte sogar ausfallen. Und im Endeffekt lernen wir natürlich, also diejenigen, die das schon mal erlebt haben, dass die Technik schon mal ausgefallen ist, lernen daraus und sagen, okay, dann bereite ich mich das nächste Mal vor, ich habe sozusagen was Analoges für den Unterricht und habe was Digitales. Und das hat natürlich einen weiteren Nachteil, weil sie machen die Unterrichtsvorbereitung mehr oder weniger doppelt. Dass das keinen Spaß macht und dass das dann natürlich dazu führt, dass nicht alle Lehrerinnen und Lehrer begeistert hier schreien, wenn es darum geht, digitale Medien im Unterricht einzusetzen. Das ist irgendwie klar. Das heißt, irgendwie müssen wir es schaffen, dass die Technik funktioniert. Und das hat natürlich, das steht und fällt viel mit einer Unterstützung, die im Moment aber bisher noch zu wenig ist. Auch das sind Themen, wenn wir uns mit den bildungspolitischen Besonderheiten beschäftigen. Es hat viel damit zu tun, einerseits mit Föderalismus und andererseits auch mit der Trennung zwischen Sachaufwandsträgern und Landes- und Ländern, also der Verantwortlichkeit für Technik in der Schule.
Ja, und da gibt es natürlich auch einen großen Fortbildungsbedarf, weil wenn wir uns das anschauen, erinnern Sie sich daran, was ich Ihnen erzählt habe zum gesellschaftlichen Medienwandel, die Technikentwicklung wird immer schneller. Selbst wenn Sie sich den aktuellen Stand jetzt angeeignet haben, in 5 oder in 10 Jahren gibt es vielleicht wieder andere Medien und es gibt entsprechend einen enormen Bedarf an Fortbildung. Wenn man sich nur allein anschaut, wie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen jetzt gerade in der freien Wildbahn schon sind, also was schätzen Sie, wie viele Lehrerinnen und Lehrer gibt es in Deutschland? Hat jemand eine Zahl? Kennen Sie die? Also um mal zu bestimmen zu können, welchen Fortbildungsbedarf es gibt, jetzt aktuell, wenn das tatsächlich umgesetzt wird, was im Digitalpakt und was in der KMK-Erklärung, Sie erinnern sich, hat er gesagt, ab 1. August 2018, also letztes Jahr, alle Kinder, die ab diesem Datum eingeschult wurden, müssen die Möglichkeit haben, mit medienpädagogischen Inhalten, bis zum Ende ihrer Schulzeit medienpädagogische Inhalte erhalten zu haben, Medienkompetenz, ihre Medienkompetenz gefördert. Die Möglichkeit gegeben wurde, dass ihre Medienkompetenz gefördert wurde. Das betrifft entsprechend, wissen Sie die Zahl? Weiß jemand? Oder hat jemand eine Vorstellung? Wie viele Lehrer und Lehrer betrifft das? 800.000. Wenn man das mal runterrechnet auf Fortbildung, haben wir uns einiges vorgenommen. Und nur um so mal ein Fingerspitzengefühl dafür zu bekommen, was da gerade für eine Aufgabe auf uns wartet. Und natürlich setzt das Interesse daraus voraus. Und richtig toll ist natürlich auch, wenn man weiß oder wenn man ein Gefühl dafür bekommt. Ich glaube, heute werden Sie ein Gefühl dafür bekommen, was man mit digitalen Medien im Unterricht machen kann und dass das durchaus auch für Sie als Lehrerin, als Lehrer auch Vorteile hat. Ich könnte jetzt hier noch mehr dazu erzählen, aber dann verbrauche ich die Zeit der beiden Kollegen und das will ich nicht machen. Diese Folie ist dafür da, um Ihnen nochmal Einsprungspunkte zu geben, bei denen, also das sind Institutionen, die zu diesem Thema geforscht haben und bei denen Sie auch entsprechende Literatur dazu bekommen, dass Sie sich nochmal darüber genauer informieren können. Aber wie gesagt, wir beschäftigen uns auch intensiver mit dem Thema nochmal, wenn es um bildungspolitische Entwicklung geht. Was sind so die wesentlichen Lebensbedingungen für Medieneinsatz in Schule, also für das Lernen über Medien, für das Lernen mit Medien? Und streng genommen fehlt hier auf dieser Folie ein ganz wichtiger Aspekt und das sind Sie, das sind die Vorbilder, das sind Lehrerinnen und Lehrer, die gute Ideen haben, die gute Unterrichtskonzepte nicht nur entwickeln, ausdenken, sondern die gute Unterrichtskonzepte auch weitergeben, teilen und damit andere begeistern und anregen können, ihnen nachzueifern. Und zwei dieser Vorbilder habe ich heute hier, sitzen mir direkt gegenüber und gleich auch Ihnen gegenüber. Und die wollen Ihnen gerne zeigen, wie das in der Praxis aussehen kann, wollen Ihnen ein paar Beispiele zeigen, wie man gleichzeitig Lehre und Lernen mit Medien, wie man Lernen über Medien kann. Und das sind Robert Riemesch und Julian Eherhardt, die in dem Projekt DILEC arbeiten bzw. gearbeitet haben und die das, was sie Ihnen zeigen, nicht nur selbst entwickelt haben, sondern eben auch selbst durchgeführt haben in der Schule und deswegen sehr, sehr authentisch darüber berichten.